aus dem Bodenwald. Marco Rauch, Jürgen Hessberger und jetzt auch Bernd Deutsch, der neu dazugekommen ist, der 110 des Rennens und deswegen musste er sich abmelden. Und so kommen wir direkt zur 422, wo wir Jürgen Hessberger. Und dieser Marke ist der 10. schnellste bisher im Hinblick auf die Gesamtwertung. Auch 428 Rallye. Und wir fahren ja bereits mit Mitteln 1,4 Litern. Aaron Geresch gehört noch in diese Klasse hinein. Da warten wir noch auf das Resultat. Ja, und mit 124 km/h relativ schnell in der Anfahrt machen. Rangnummer 7, Trainingsrangnummer 7 momentan für den Aaron Geresch mit der 430 und wir sind bei einem Gast aus Österreich bei der 418. Bei und die 417 ist schon abgestritten. Thomas Grimm, 221.07 für den VW Polo 16 Ventiler, Jörg Völker im Suzuki Swift 225.30. Sophia Ballmann hat jetzt gleich kommen wird mit dem 16 Ventiler VW Schneider Polo 128 km/h ist der schnelle Mann aus Leutershausen. Nämlich auch mit dem nächsten Teilnehmer, mit dem Frank Duscher aus Bodenwehr in der Oberpfalz, dem technischen Angestellten. Und Stefan Winkler, 222.03 für den 425, das ist momentan Zwischenraum Nummer 3. Mit dem Bergrennsport und zusammen mit seinem Papa Manfred hat er dieses Auto aufgebaut, diesen VW Golf. Schnell im Anlauf mit 144 Stundenkilometern. Meisterschaft. Ja, auch hier mit 143 auf der Anzeigetafel. Mit 2,15,55 und wir sehen schon, wie hart der Wettbewerb werden wird bei den 8 Zielern 2,15,38, also viel schneller. Dann angelangt. Beginnen diese Klasse mit Markus Hartmann aus Gutmingen. Dann sind wir schon bei Wolf Klaus beim Sportleiter des KW Bergkaps bei Getreide 66 bei seinem Münchberger Gold. Klasse Lukas Eigel mit der Opel Corsa A und Wolf Klaus. Ja,
Klassenzweiter, das ist Franz Weißdorn, drittschnellste Zeit. Nico Müller im grünen Fabi Polo, vierter Rang Ronny Bucher. Und schon bei uns scharfe Züge im Fabi Spielzeug. Und damit wechseln wir und kommen zu den 2 Litern. Wenn die Heinrichs unterwegs und der Beginner der 2 Liter Klasse mit der 340, nämlich Thomas Klaus im Opel Kadett. Hier ja, der Thomas Klaus. Die 333, der französische Heiniger aus Wirnsheim, der 60-Jährige mit dem Opel Ascona B mit dem Kraftmotor. Von der Schwäbischen Alb, Beuren ganz genau, ist der zu Hause, der 54-Jährige, der dieses Jahr am E-Berg in die Saison eingestiegen ist. VW Scirocco 8-Ventiler. Ja, 29-Jährige. Mario Rube im Minichberger Golf. Mit 321. Gestern ein Reifenproblem hatte, aber das konnte behoben werden. Hatte sich eine Reifenproblem. Dann haben wir das höchste 320. Sein Einsatzgerät, aufgebaut auch mit der Hilfe von Minichberger Motorsport und von Hansi Eller. Und die ganze Runde aus dem Gleichstand. Philipp Hartkämper 921 für die 324 Philipp Hartkämper. Und hier war auch unser Wissen, der Jungs. Dann Michael Rauch, der Kfz-Meister aus der Donau-Ries-Region, die 310 im Opel Fliege Kadett mit dem Gerrit-Motor. Bekannt schneller Fahrer, 152 Jahre alt. Der Klimmer 209,67, Michael Rauch, Thomas Frick hatten wir 209,02. Null zeigt die große Geschwindigkeitsanzeige und dann auch aufwendig war, wenn man das auf der Mitte erzählt hat. Da gibt es Mitte ja auch. Auf Farbe Käfer schon ins Geschehen eingegriffen in der Vergangenheit. Dann haben wir das. Karl-Heinz Schnapster, der Techniker aus Sigmarszell, unterwegs in der Jugend.
Trainingslauf komplett zu Ende gefahren wird. Und dann anschließend noch das komplette Feld der GLP, den zweiten Trainingslauf und danach den BMW M3 E30. Der jetzt wird er unter der Hub auftaucht und da denke ich, wird wieder eine ganz schnelle Startzeit geben für Hauke Weber aus dem Auftrag. Zuständig ist für die Durchsage unten im Fahrerlager. Also soweit man nicht mehr hören kann oder soweit man es weitergeben kann, gehen wir vielleicht über den Stand der Dinge informieren. 259, ja, und dann warten wir auf Michael Bodenmüller auf 251, der nach Alexander Wolf kommen wird. Alexander Wolf mit dem Minichberger Golf Turbo unterwegs. Geschwindigkeit von Michael Bodenmüller und seinem Gering Kadett, die bei 164 km/h liegt. Reihen 6 Zylinder, 24 Ventile. Christian Auer war schnell unterwegs. In Vorarlberg im Weg, Grenzer Walter kommt er her mit dem Lancia Delta Integrale. Über Leistung satt verfügt er, aber jetzt anscheinend noch nicht komplett aus. Vierter im Rahmen der Klasse, Hauke Weber ist der Zweite, Christian Auer momentan der Leader und wir sind schon bei Martin Kürzi, bei Michael Bodenmüller im Opel Kadett. Die 219, erster Einsatz dieses Subaru Impreza mit Pascal Herrmann. Bekannt durch seinen Pilotwert. Dann Christian Hander. Im Lancia Delta Integrale Evo 3 kommt aus Main-Bernheim. Der Junior Hotspot. Ja, dann ist das heißt im Auto, das ist 21. Auch für den Wert auf der Beginner der erste. 76 Martin Bürki, ganz knapp gescheitert an der 2-Minuten-Marke. Und schon ist die 211 da. Jochen Stoll, der Porsche 911, geht es gleich weiter. Siebenfache KW-Bergkap Gesamtsieger auf dem 2-Liter-Kadett, damals auf dem Risse-Kadett. Jetzt hier mit Ziegler Power unterwegs, der selbstständige Kfz-Einsatz. Seine Sache gut gemacht mit 2 Minuten 04.18. 2.04.18 für schnellste Zeit bisher von Ralf Kroll aufgestellt im Silberkamm mit 1.56.12. 2.000 Kubikzentimeter bis 3.000 Kubikzentimeter mit Stefan Armbrüster. Aus der 3-Liter-Klasse. Der zweisitzige Rennsportfahrzeuge. Thank you.
im Trainingslauf, im letzten Trainingslauf geht es dann auch bereits zum Punkt für den Deutschland. Das ist jetzt Uwe Lang, noch 1,49,61. Und Uwe Lang ja auch einer, der viele Gesamtsiege feiert. Und es beginnt mit der Zone des Singles Sittern mit Marco Löhring in der Lara F3-0. Formel Renault. Ja, diese. Direkt ein Spritzer 206,72. Und Georg Lang. Für ihn 1,53,67. Für Marco Lorig. Mathieu Wolpert. Schnellste Zeit und schnellste Zwolle-Single-Sieger-Zeit für Georg Lang mit 1,56,56. Der Auto ist ja gelaufen im Rahmenprogramm der Formel 1. Ja, und auch nochmal darauf hinweisen,